Das Schwere am Stand-up-Paddling ist eigentlich nichts. Man muss sich nur trauen und es machen. Es ist nämlich wirklich nicht schwer. Also es gibt für jeden das richtige Board, von lang, schmal, dick, dünn, sodass man für jedes Gewicht das richtige Board findet. Das kann wirklich jeder machen. Man kann auf dem Knien anfangen, dann ist es wirklich ganz einfach. Dann ist der Hebel einfach ganz klein. Wer es ein bisschen sportlicher mag, steht dann auf, kriegt wieder andere Länge vom SUP und so kann man es wirklich jedem so einstellen, dass es passt. Und dann stößt dich so ins Wasser. Also, die ersten SUPs haben wir gekauft 2007. Da haben wir angefangen. Wobei man sagen muss, damals war das überhaupt kein Markt. Wir haben die 2 Jahre haben die rumliegen bei uns und wir haben es kein einziges Mal vermietet. Jetzt ist es am Wochenende so, dass die Leute die wirklich rausreißen und du gar nicht mehr hinterherkommst. Also, der Trend ist extrem nach oben geschossen. Genau, also auf dem Board stehst du nie und paddelst nur so dahin, sondern du willst immer ein bisschen was probieren. Du gehst mal nach hinten, du probierst mal ein bisschen andere Schläge aus, du probierst die Drehungen einfach zu schneller zu machen. Oder wenn du sagst, du magst einfach mal entspannen, dann kann man sich mal drauflegen, irgendwo relaxen und chillen. Genauso, okay. So, am besten jemand ganz. Also der Klassiker ist am Anfang, dass die halt rechts und links immer abwechseln und dann können wir aber auch so drehen. Das heißt, ein bisschen nach Schritt nach hinten machen, so einen Crossbow, so einen Bogenschlag machen, mit dem die Sport schnell drehen, da können die spielen, nach hinten gehen, da geht es dann mehr um Balance auch schon. Genau, dann gibt es auch noch so vom Kajakfahren so ein paar Techniken, wo man auf einer Seite paddeln kann, wird man einfach ein bisschen schneller. Und je nachdem, bin ich kompletter Anfänger oder habe ich schon ein bisschen Erfahrung, kann man dann der Techniken verfeinern. Wenn du wieder drehen willst, wieder. Also die Rückmeldung von Leuten ist eigentlich immer sehr positiv, weil die Leute natürlich schon gewisse Ängste am Anfang. So, kann ich das überhaupt? Falle ich vielleicht ständig rein? Ist es total kipplig? Aber so ist es nicht. Also es ist relativ stabil. Wir haben also wirklich gute Boards auch da und für jeden das Richtige. Von daher ist die Rückmeldung wirklich positiv, dass die Leute sagen, wow, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so leicht geht, dass das so super ist, dass das so Spaß macht. Wir erklären ein bisschen Paddeltechniken und dann können die da auch wirklich was probieren. Ist da irgendwie vorm Aachen, das ist da echt total.